Kinder schafft Neues, schrieb schon Richard Wagner 1852. Gesagt, getan, nun muss der große Meister damit leben, dass seine Musik der Schweinfurter Dance for Destruction Crew als Unterlage für Breakdance dient. Breakdance ist ja einfach, es ist aus der Hip-Hop-Kultur und es ist offen, frei. Man kann sich entfalten, wie man will, man hat keine Regeln. Und man kann verschiedene Genres einfließen lassen und dadurch dann neue Breakdance-Schritte, Elemente entwickeln und neue Stile vielleicht auch dadurch entwickeln. Fuck You Wagner heißt das neueste Crossover-Experiment der zweifachen Breakdance-Weltmeister. Erstmals aufgeführt, nun beim Schweinfurter Nachsommer im Ambiente einer Industriehalle. Der Titel ist natürlich eine Hommage an den erfolgreichen Kinofilm Fuck You Goethe. Schwere Musik von Wagner und die Leichtigkeit der Jugendkultur. Um zusammenzubringen, was auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpasst, haben die Schweinfurter sich mit Christoph Hagel, einem Opernregisseur und bekennenden Wagnerianer, zusammengetan. Die ganze Wagnerianer-Szenerie, das ganze Bayreuth ist auch ein Durcheinander. Auch dort geht man sehr frei mit Wagner um. Ich finde, da sind wir noch ganz liebevoll. Von daher haben die Breakdancer also keine Angst vor dem möglichen Zorn eingefleischter Wagnerianer. Für die nächsten Tage haben sich zahlreiche Veranstalter angesagt, die die neue Show dann hoffentlich für eine große Tournee buchen werden. Klar ist aber schon, dass Fuck You Wagner im Mai 2017 in Bayreuth zu sehen ist, wenn auch nicht auf dem grünen Hügel. Wir würden gerne auf den grünen Hügel spielen, aber ich glaube, das gab es bis jetzt noch nie, dass irgendeine andere Produktion dort gespielt hat. Aber vielleicht sind wir die Ersten. Das Votum der Schweinfurter für das Experiment war jedenfalls eindeutig. Vier Shows waren schon im Vorfeld ausverkauft, deshalb wurde nun noch eine fünfte am 20. September angekündigt.